Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal aus dem Sandsturm raus und ich frage mich, warum ich jetzt schon die ganze Zeit Chamäleon-Effekt habe. Ist ein bisschen merkwürdig, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Ist einfach so. Ich ziehe jetzt trotzdem weiter durch. Wir wollen nämlich zu Kaisa. Das heißt aber jetzt erstmal zu Hadrian. Die Erklärung abholen. Hallo. Okay, hallo. Und dann Kaisa abholen. Willkommen zurück. Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Also eigentlich fühlt es sich fast genauso an wie vorher. Wie du meinst. Ich erinnere mich noch an die Zeremonie. Stand mit 19 Jahren auf dem Vordeck vom Mast, sah die ganze Stadt. Einer der stolzesten Tage meines Lebens. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terromorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten, selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terromorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Dann kann ich dir helfen. Ich habe dein Forschungsteam gefunden. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Im Ernst? Unser Forschungsteam? Das ist unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaisa? Du hast Kaisa gefunden? Er ist als nächstes dran, aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen der Sicherheitsprotokolle. Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Eigentlich hat dein Vater sie gefunden, François Sanon. Er lebt. Die UC haben ihn inhaftiert. Das ist nicht lustig. Also, wie hast du sie gefunden? Es ist wahr, er will uns helfen. Nein, das ist Wahnsinn. Er ist tot. Sie haben ihn hingerichtet. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht? Meine ganze Einheit. Sie warfen uns den Wölfen vor. Aber ihn behielten sie? Und jetzt ist er, was? Berater? Kommandiert insgeheim die Flotte? Was war so wichtig, dass sie ihn am Leben lassen mussten? Sie beschützen ihn, um Kriminelle aus dem Koloniekrieg aufzuspüren. Na, da haben sie sich aber einen Experten ausgesucht, oder? Ve Victis lebt. Was zur Hölle. Genau deswegen hasse ich die UC so sehr. Selbst der letzte Funken Gerechtigkeitssinn wird einfach so über Bord geworfen. Ich denke, es liegt trotzdem nah, oder? Die Colonies jener Ära erschufen mich nur, weil sie Angst vor einer Welt ohne Ve Victis an der Spitze hatten. Warum sollten sie ihn loswerden wollen? Solange ich lebe, werde ich nie die Loyalität diesem alten Mistkerl gegenüber verstehen. Es tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe. Du musst dich für nichts entschuldigen. Weil die Colonies eine Menge furchtbarer Dinge für diesen Mann getan haben. Aber trotz dieses Wissens und obwohl sie ihn die ganze Zeit am Leben gehalten haben? Weißt du, was ich da denke? Hoffnung. Es gab niemanden, als ich nicht bei den Colonies war. Keine Red Devils, keine Familie. Aber die alte Welt, in der ich niemand und mein Vater wichtig war, gibt es nicht mehr. Dank unserer Taten habe ich wieder einen Platz. Ein Ziel. Und zwar endlich eins, auf das ich stolz sein kann. Wir beide werden ändern, wofür die Colonies stehen. Also ist es mir egal, ob Ve Victis lebt oder tot ist. Soll er verrotten. Wir sind es, die besiedelten Systeme und die UC besser machen. Du gehst viel besser damit um, als ich erwartet habe. Ich lasse nicht mein ganzes Leben von diesem Mann bestimmen. Nicht mehr. Denn vergangene Entscheidungen können wir nicht ändern. Wir können nur versuchen, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Mein Vater händigt einfach aus heiterem Himmel die Informationen über das Forschungsteam und Kaisa aus?
Das stinkt zum Himmel. Aber wie sollte er davon profitieren können, uns zu helfen, Terrormorph-Angriffe zu stoppen? Auch wenn du auf jeden Fall vorsichtig sein solltest. Was würdest du davon halten, Kaiser zurückzubringen? Vayvictis Absichten werden klar werden, auf jeden Fall. Aber vorläufig können wir ja mitspielen. Irgendwas ist da am Horizont, so viel ist sicher. Wir dürfen uns nur nicht von der vor uns liegenden Arbeit ablenken lassen. Und das fängt bei Kaiser an. Aber wenn er schon eine Weile da draußen ist, tja, dann wirst du ein paar Dinge brauchen. Gut, und du läufst in die falsche Richtung. Okay. Das ist ziemlich böse angeguckt, so nach Motto. Wollte doch hier noch mal ein bisschen was looten nebenbei. Wenigstens ein bisschen. Weil nur der Loot, der tut gut. So, einmal bitte bis zu diesem Aktenschrank hier, damit du mir die Sicherheitsprotokolle geben kannst. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Aha! Hier. Kaisers Baupläne. Aktuatoren, Waffen, Batterien. Dieser alte Roboter war lange verschollen, also braucht er wahrscheinlich Reparaturen. Außerdem ist seine Sprachsteuerung gesperrt. Mit dem folgenden Satz erhältst du die Autorisierung. Nos Belli Machinis. Also, wo genau ist die alte Maschine? Im Priester-Territorium. Er spaziert auf dem Schlachtfeld einer Welt namens Nira herum. Ein Schlachtfeld? Auf Nira? Oh Mann, dann ist es ja kein Wunder. Dieser Sektor von Nira war während des Krieges das Hauptziel für Xenowaffen. Dazu kommen noch die verheerende Umweltzerstörung und die Gesetzlosigkeit, die auf allen Freestar-Welten herrscht. Der Planet bietet reichlich Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ableben. Aber es gibt da einen Ort, an dem du deine Suche beginnen kannst. Yep. Fürst von Schrotternich. Lizenziert an Angelo Alonso. Nennt sich Jell. Das wäre doch ein guter Anfang. Okay, dann auf nach Nira. Und ich sorge dafür, dass wir ihn sinnvoll einsetzen können, sobald du ihn hast. Es ist immer schön, bei dir zu sein. Ja, aber wir müssen schon gleich wieder los. Wir könnten doch hier keine Zeit vertrödeln. Auf nach Nira. So. Dann wollen wir einmal gucken. Der gute Schrotternich. Schrott. Bin sogar am Überlegen, einfach die Energiezellen zu kaufen und alles. Ich glaube, das wäre schon in Ordnung. Weil, wer oder was will mich aufhalten? Geld haben wir eigentlich genug. Also von daher passt das schon. Dann parken wir den Buggy mal. Na. Ich lande und gleich wird schon Feuer ausgelöst. Na, das passt ja hier. Das Feuer wird schon eröffnet. Captain. Grüße, Vasco. Passiert das hier wirklich? Ja, das passiert wirklich. Aber das ist nicht meine Schuld. Bin unschuldig. Bin ich ziemlich sicher. So, mach die Tür auf. Wir wollen zu Kaiser. Hey! Hier ist ein neues Modell. Willkommen im Fürst von Schrotternich. Zuflucht und Erholungsheim für die toughesten aller Schrotter. Ich bin Jell, der Betreiber. Ich will einen Roboter namens Kaiser abholen. Ah, du willst dir also nicht auf den Feldern ein goldenes Näschen verdienen. Okay,
Aber einen Bot namens Kaisa gibt's hier nicht. Oh, meinst du vielleicht Captain Ahab? Zumindest nennen wir ihn hier alle so. Keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Er hat nämlich so eine Art Sicherheitsprotokoll, das Fragen oder freundliches Geplauder unterbindet. Aber er ist ein Kampfbot, stimmt's? Ja, die Maschine ist schon länger da draußen. Jagt immer diese eine Siren. Sein weißer Wal. Ist aber schon eine Weile her, dass jemand Captain Ahab gesehen hat. Vielleicht hat er das Ding ja erwischt. Oder es ihn. Ja, das ist Kaisa. Okay, gut. Klingt so, als hättest du zwei Optionen. Kannst ruhig da draußen rumspazieren und deinen Bot jagen. Deinen eigenen weißen Wal sozusagen. Vielleicht findest du ihn oder du gehst dabei drauf. Wir kennen uns hier aus, das gehört zum Job. Wenn du ihn also deutlich schneller finden willst, verkaufe ich dir die Infos, die ich über Kaisas Standort habe. Der Standardpreis hat's in sich, aber für einen guten Grund. Nö, danke. Kein Interesse. Weil wir wissen ja schon, wo Kaisa ist, also... Wir haben das jetzt schon so häufig gemacht. Den Weg kenne ich ja schon mittlerweile in- und auswendig. Das heißt, ich muss nur aufpassen, dass wir... diese Viecher da nicht so schnell, hitten. Aber auch das geht. So. Einmal die Struktur. Na, kriegen wir euch noch tot, ja? Na, da hinten treffe ich nicht mehr so gut. So. Hier hinten haben wir auch. Dann gucken wir mal hier oben. Wo bist du denn hin? Der Kritschaden ist schon gut. Den wir innehaben. Gut, aber das haben wir auch. Dann wollen wir uns jetzt mal zu Kaisa begeben. Nobelis Machines. Sprachsteuerung entsperrt. Versuche Wiederaufnahme. Versuche Fehler. Energie. Niveau. Beim Schrottplatz, jo. Machen wir, oh. Hier war noch ein Thermoparasit. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier?
Aber da ist ja sonst nichts. So, wir gehen hier einmal kurz drüber. Hier waren ja auch nochmal Gegners. In dem Fall Ekliptik. Und ich kann eh noch ein paar Kills gut gebrauchen. So, den nehmen wir einmal mit. Den nehmen wir einmal mit. Au, 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 au. Du haust ja richtig rein, Kollege. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Achso, ihr seid auch noch zu zweit. Okay. Der Legendäre ist natürlich Level 12. Toll, schönen Dank. Somit Waffe Mist. Brauchen wir eigentlich nicht. So, jetzt sehe ich da noch zwei Sirens auf mich zulaufen. Na, schön vorsichtig sein. Bisschen mit dem Brandschaden arbeiten. Gut. Da hinten haben wir noch eine. Na komm. Und mit der Pistole finishen. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir mal die Batterie. Mir geht aber die Pistolenmunition so ein bisschen aus. Hm. Haben wir noch ein paar Gegner gleich zu erledigen. Schlimm ist es jetzt nicht, dass mir die Pistolenmunition ausgeht. Ein bisschen ärgerlich maximal. Ich kann noch mal gucken, ob leichte Teilchen im Angebot stehen. Aber wir brauchen demnächst wieder eine neue Pistole. Die wir zum Aufleveln benutzen können. Wäre auf jeden Fall ratsam. Ja, mal gucken, was er dann gleich noch im Angebot hat. Müssen wir sowieso die... Also ich werde jetzt die Batterie kaufen, auch wenn sie teuer ist. Weil Geld spielt für mich jetzt keine Rolle mehr. Das Schlimmste an meinem Job? Ablenkung. Was kann ich für dich tun? Mir wurde gesagt, du hast vielleicht eine Mikrozelle. Ah, das war es also. Deine Maschine hatte keinen Saft mehr. Thermoparasiten, oder? Diese kleinen blinden Passagiere sind einfach überall. Würden sogar eine Stiftlampe aussaugen, wenn man sie ließe. Aber eine Mikrozelle? Das ist Militärtechnik. Ich glaube, wir haben eine, aber die würde einiges kosten, das kann ich dir sagen. Du könntest vermutlich eine mit unserem Fabrikationssystem hier zusammenschustern. Aber nur mit hochwertigen Bauplänen. Hm, ich würde mich auf einen Preisschock vorbereiten. Na gut, dann lass mal sehen, was du im Angebot hast. Ich hätte das hier. Du hättest das hier. So, dann gucken wir mal. Sonstiges, da haben wir die Mikrozelle. Wunderbar. Und er hat keine Munition. Gut, das war's dann erstmal hier und dann können wir Kaisa die Mikrozelle in die Hand drücken. Bin ich echt noch am überlegen, kurz ans Schiff ranzugehen, doch nochmal vielleicht eine Waffe auszuwechseln, weil 100 Schuss. Wie viel brauchen wir denn noch pistolenmäßig? Brauchen wir nur noch einen Kill, okay. Ist somit egal, ich muss nur noch einen Kill durchführen, dann ist das sowieso wurscht. Muss nur noch leere Magazine nachfüllen. Heißt, danach gucken wir dann sowieso nach, dass wir uns eine mit wenig Magazinkapazität am besten besorgen. Die wir dann immer schön nachladen und immer schön verschießen. So. So,
Sollte aber eigentlich reichen hier. Na komm, ein Crit noch. Jawohl. Wie schnell die denn auch immer umdrehen. Mal kurz richtig behakeln und dann klappt das schon. Ja, was haben wir da hinten noch? Gut. Hat sich, denke ich mal, erledigt. Ist halt auch ein schönes Gewehr. Macht genug Schaden. Man braucht sich keinen Kopf machen. Solange man Munition hat. So, dann geben wir mal Kaisa kurz die Energiezelle. Batterie akzeptiert. Energieniveau wiederhergestellt. Analysiere Restschäden entdeckt. Aufprallschutz. Visuelle Systeme. Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Danke für die Hilfe. Ich muss die Mission fortsetzen. Treten Sie zur Seite. Du erhältst eine neue Mission. Major Hadrian Sanon braucht dich. Major Sanon muss warten. Ich kann die Mission nicht aufgeben. Aber frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich. Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Erbitte diesen Ort zu verlassen. Wenn du mich darum bittest, dir bei deiner Mission zu helfen, dann klar, lässt sich machen. Sehr gut. Wir müssen Einheit XW-99 entschärfen. Kennung Siren. Niras letzte Xenowaffe. Sind Sie bereit, zur Mission aufzubrechen? Gehen wir. Folgen Sie mir. Na gut. Seien Sie vorsichtig. Wie Sie zweifellos gesehen haben, kann diese Region für Organismen gefährlich sein. Alles gut, wir sind hinter dir. Okay, warum rennst du jetzt da hinten lang, Kaisa? Weil du hier oben rauf möchtest, okay. Ich erkenne Einheit 99, aber es gibt eine Komplikation. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms, aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Den Sensoren zufolge Ekliptik. Ein Söldnerunternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Ein Frontalangriff klingt gut für mich. Machen wir einen Tisch. Abmarsch. So, ich nehme aber die Abkürzung.
Gefahr lokalisiert. Es reicht. Mal sehen, ob das Ding noch kämpft. Lass die Waffe frei. Wie ist denn da? Ach, da unten. Leite tödliche Gegenmaßnahmen ein. Und fertig. Na komm. Das nehmen wir noch mit. Jetzt kriege ich sogar noch eine Minigun. Jetzt. Der Dienst der Einheit 99 ist nun beendet. Meiner jedoch geht weiter. Unsere Arbeit hier ist beendet. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Hadrian und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Terromorph-Angriffen zu verhindern. Eine Plage? Terromorph-Angriffe? Das ist beunruhigend. Sie haben beim Fürst von Schrotter nicht angedockt. Ich komme dorthin. Na denn? Laufe los! Ich bin gleich bei dir. So, und zwar... Nein, ich trage zu viel. Ich kann deswegen nicht schnell reisen. Ah, ich bin schon drüber. Na gut, ich muss auch zu Fuß laufen. Feind entdeckt. Kampfprozesse aktiviert. Okay, jetzt sind die aber nur so ganz klein hier. Ist das schlimm? Gut, dann können wir auch gleich die Waffen wechseln. Wir kriegen ja jetzt sowieso den Auftrag, nach Londinion zu gehen. Bedeutet, wir kriegen ja dann auch nochmal komplett neue Waffe. Das heißt, eine Waffe könnte ich sogar nochmal mehr mit ablegen. Das ist jetzt halt nur die Frage... Nehme ich die Minigun schon mit oder nicht? Na, mal gucken, was wir sonst noch so in der Kiste drin haben. Da sind ja noch einige Waffen drin. Vielleicht modifizieren wir uns auch noch gleich noch eine andere auf. Schauen wir mal. Erstmal ins Schiffchen. Und erstmal leer machen. Das ist jetzt das Erste. Ich habe immer noch Chameleon-Effekt drauf. Okay. Bin halt heute der unsichtbare Turtle. So, bups. Ah, legen wir erstmal ab. Der Schiffsbreaker natürlich nicht. Antiperson kann ab. Ist okay, die Waffe. Ja, aber wir haben jetzt schon so viel mit Gewehren rumgeschossen. Weiß nicht. Ah. Warte mal, wir machen mal anders. Ich gucke erstmal hier nochmal. Wir haben ja jetzt nur noch was, was nachladen muss. Das heißt, wir bräuchten etwas mit wenig Magazinkapazität. Hier sind wir ja auch schon beim letzten. Das heißt, wir bräuchten ja hier sowieso... Das war komplett verkehrt. Nur noch den letzten. Ich habe ja vergessen, dass ich noch zwei übrig habe. Ja gut, Pistolenzertifikat ist durch. Hahaha, ha, ha. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir brauchen dann auch nur noch Verkrüppelung. Also am besten eine Waffe, die gut krüppeln kann. Wir brauchen noch ein paar Robis. Wir brauchen noch ein paar Schiffe.
Ansonsten, ja, wir bräuchten noch Infektion. Infektion und das gute Verhandlungsgeschick. Dann sind wir eigentlich schon wieder bereit, den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich sagen, okay, Pistolen müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Eine Pistole aber mitzuführen wäre, glaube ich, nicht so schlecht. So, das heißt, ich lege jetzt mal alles ab, bis auf das Gewehr und den Cutter. Die Anzüge. Rucksack und die Helme. Das auch nochmal dazu. Das auch nochmal dazu. Und ich lege jetzt hier mal alles ab, was jetzt nicht benutzt wird. Das heißt, die 50 MI, die behalte ich mal. Ich kann mir eigentlich auch hier schon mal die anderen 50 MI rausholen. Falls wir noch welche hier drin haben. Ne, haben nur noch Höhlenlos drin. Ne? Gut. Ressourcen rein. Genmarke, eine Spritze kann ich noch wegmachen. Wir haben noch ein Astra. Okay. Wir haben schon wieder ein Astra gekriegt. Das Genmaterial. Heilmittel behalte ich nochmal eins. Das Wasser kann aber weg. Der Käse, die Milch. Verbände. So, 43. Ne? Das geht auch langsam. So, müssen wir mal gucken, was haben wir. Wir hätten noch Acid Rain. Hat 50er Magazin. Er braucht aber 7,7er. Ich hätte gerne dann nachher die Minigun noch. Das heißt, ich müsste eigentlich gucken, dass ich irgendwas in der Richtung Pistole oder so mitnehme, weil die sind ja immer relativ leicht von der Masse her. Wir nehmen jetzt nachher noch mal eine sehr schwere Waffe mit. Von daher irgendetwas, was relativ leicht ist. Ich kann auch Schrotflinte nehmen. Haben wir auch ein paar. Aber sonst noch, wir hätten auch noch die hier in Korrosiv. 1,5 Watt Laser. Kammerjäger, Korrosiv. Auch schon modern, ist aber jetzt auch nicht so stark. Geht auch eher in den Energiespektrum. Das Ding wird nicht so krass reinhauen. Ja, und die wird nachher auch nochmal 11 wiegen. Das heißt, sie hätten noch eine verkrüppelnde Rattler, braucht Kaliber 27, 12er Magazin, umzingelt und verkrüppelt. Sonst haben wir nur noch Weltraumexperten. Also nicht so geile Auswahl. Wir hätten hier noch die Kaliber 43 MI, davon werde ich aber auch nicht so viele haben. Die haben wir auch schon eine Weile benutzt. Das heißt, auf jeden Fall nehme ich die 7,7er mit und ich bin am überlegen, die Pacifier mitzunehmen, weil auch die geht von der Gewichtsklasse her auch. Und Furious geht eigentlich auch vollkommen klar. Also sprich, so einen rasenden Effekt, der passt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir uns die schon mal nach vorne setzen. Die gute Pacifier und die Pacifier natürlich dann auch nochmal ansetzen. Die brauchte Höhlenlos, ne? Nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. Ne, 15 mal 25 brauch sie. 15 mal 25. Gut, haben wir dann 15 mal 25. Jetzt keine 15 mal 25, bin ich blöd? Ach hier, sind sie doch. 1000, boah, dürfte hinhauen. Dann brauchen wir aber auch nochmal die 7,7er. Oh, da hat sich gut was angesammelt. War auf jeden Fall auch nochmal mit. Und dann wollen wir mal die Pacifier nochmal einmal modifizieren. Du machst diese Captain-Sache echt ziemlich gut, weißt du? Na. Einmal Waffe und einmal gucken. Was haben wir? Aufklärungslaservisier? Ja, hauen wir drauf. Da würde ich ungern auf der falschen Seite stehen. Genau. Reflexvisier kommt mit drauf. Mündungsbremse, Schalldämpfer. Standardgriff? Nein, wir wollen den taktischen Kolben. EM, Explosiv, Flechtenmunition. Oder scharfe Munition. Mehrere extrem scharfe Geschosse, die ungepanzerte Ziele aufschlitzen und einen Blutungseffekt bewirken. Wir nehmen die Flechtmunition intern. Leistungsstark. Und Skin haben wir leider nicht, also passt das. Gut, Pacifier ist soweit fertig.
Ja? Die hat ja eigentlich auch recht Bock gemacht auch schon. Achso, wir müssen ja jetzt zu den Red Devils zurück. So war das. So, einmal zu den Red zurück. Und jetzt können wir ja gleich nochmal... Wir sind angekommen. Wir treffen uns in der Anlage. Zeigen, was in uns steckt. Und dann will ich auch endlich die Rüstungen vergleichen. Das macht mich jetzt mega heiß schon die ganze Zeit. Weil ich will jetzt wissen, welche Rüstung ist jetzt besser. Weil ich habe mir die Werte nicht gemerkt. Wie gesagt, holen tun wir uns die Rüstung so oder so. Dementsprechend passt das. Das kann ich nicht glauben. Major Sano, Dr. Walker. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaiser. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mehr erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Londinion, Doktor. Ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Captain, du kommst mit mir. Zeit dir zu erklären, was wir uns ausgedacht haben. Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist also gewaltig. Terrormorphs können überall sein. Wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Aber was, wenn wir jemand anderen die Arbeit machen lassen? Komm. Ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Die Azeles? Klar, ich erinnere mich. Offenbar waren sie Bluthunde für Terrormorphs. Aber als den UC während des Koloniekriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azeles die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebender Exemplare. Wie du siehst, wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Wir würden Azeles züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen. Mit, nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azeles nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Das klingt, als könnte es tatsächlich funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt noch einen Weg, die Terrormorphs von unseren Welten zu entfernen. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber riskanter. Eine Mikrobe. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode. Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen, aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Azeles. Dann besprechen wir mal, wie wir die Pläne in die Realität umsetzen können. Tja, das ist knifflig. Beide Pläne werden überaus viel Zeit und Ressourcen beanspruchen. Jahrelange Arbeit. Dazu kommt noch der Bedarf an hochspezialisierten Materialien. Terrormorph-Zelllinien können wir schnell und konstant züchten. Azeles-Genproben können wir nutzen, um die Blutlinien neu aufzubauen. Oder die Jagdfähigkeit der Mikrobe zu verbessern. Sowas liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Wenn das dazu nötig ist. Ich glaube, das ist sie. Die Antwort, die wir gesucht haben. Jetzt haben die UC eine kleine Basis am Stadtrand von Londinion. Wir haben Zugangsberechtigung, müssen uns aber bei der Kommandantin der Basis, Zaira Hatoum, melden, wenn wir landen. Ich helfe Percival und Kaiser bei den Vorbereitungen. Sobald das erledigt ist, treffen wir uns dort mit dir.
Aber denk dran, Londinion gehört den Terromorphs. In der Basis werden sie Anti-Xeno-Ausrüstung für uns haben, aber nimm auch deine Lieblingswaffen mit. Gut, aber bevor wir dorthin gehen, gehen wir noch einmal zum Waffenofficer. Hier ist es sicher, oder? Dieser verdammte Planet. Wenn man lange genug weg war, blendet die Erinnerung das Unschöne aus. Zum Beispiel, was für eine Staubhölle der Mars ist. Also, was brauchst du? Ich brauche nur ein paar Vorräte. Gehörst du zum Projekt? Die Vorräte sind nur fürs Personal. Ich bin Captain Bull Turtle. Vanguard ist mir ein Vergnügen. Ah, du bist das. Man sagte mir, wir würden vielleicht zusammenarbeiten. Ich mag die Vanguard nicht. Aber ihr zwei scheint die New Atlantis ja mitten im Getümmel gewesen zu sein. Die Kinder meiner Schwester leben in der Stadt, also... Vielen Dank. Gern geschehen. Ich hoffe, deinen Angehörigen geht es gut. Ja, sie sind Teil davon gekommen. Forschungsdivision und Künstler. Sind im Prinzip so gut wie nutzlos, aber immerhin hatten sie nichts mit den Kämpfen zu tun. Trotzdem, würde nicht wollen, dass ihnen was passiert. Also, was wolltest du noch gleich? Lass mal sehen, was du im Angebot hast. Nur die beste Hardware in der Galaxie. Ja, ich weiß. So, ich nehme mit Vampire's Gift, Reckless Bombardement, Munition, die Munition kaufe ich dir auch gleich mit ab. Brauchst du nicht, habe ich gehört. Und jetzt verkaufe ich dir ein bisschen was. Justifier 9, Sidestar, Soldier's Tombstone. Ja, wir hatten ja eigentlich noch eine anstachelnde, aber mal gucken, welche ich denn nachher nehme. Ja, komm, die kann jetzt eigentlich auch weg. Des Entdeckers, die will ich behalten, die will ich behalten. Die kann gehen. Die Rinde kann auch gehen. Erweitertes Magazin, ja gut, wir nutzen dann ja 7-7er. Wird sich nicht halten, die behalten wir nochmal. Die behalten wir ebenfalls. Die Drum auch, Grendel nicht. Die nicht. Korrosiv, was war das noch? Anstachelnd, nee, das behalten wir auch nochmal. Falls wir noch in Nahkampf kommen oder mit den Nahkampf-Perks rumeiern müssen. Schauen wir mal. So, die EM-Waffen können gehen. Was haben wir hier? Die können wir definitiv vergeben. Equinox. Verkrüppelnd. Ja, können wir auch weggeben. Weltraum können wir eigentlich auch weggeben. So, dann haben wir noch Anzüge. Alles, was nicht gelb ist, wird verkauft. So, und Kleidung brauche ich auch nicht. Wurfgranaten brauche ich auch nicht. Helm auch nicht. Hilfsmittel gibt's nicht. Notizen, ja, hier nochmal ein paar Analysedaten. Und nochmal das Sonstige. Mensch, da hat ja noch Ressourcen übrig hier. Schlimm. Aber jetzt holen wir uns unsere gute Rüstung. Jetzt können wir endlich vergleichen. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Einmal hin. Dann werden wir gewarnt, dass wir nicht landen sollen. Friese-Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Ich darf hier sein. Ich bin Commander Hatum verabredet. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Gut, denn einmal landen. Vorgeschobene Basis. 441. Klar zur Landung. Sinkflug eingeleitet. Gut, es knallt hier schon. Dementsprechend
Gucken wir mal. Jetzt holen wir erstmal unsere Ausrüstung ab. Lauf, Schritt, Marsch. Ich weiß. Mach ich schon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zwischen den Barrieren. Laufschritt. Du bist bei der Xeno-Einheit. Ja. Ach, die schießen mit Raketen. Wow. So. Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. Jedes Mal eine andere Rüstung an, das irritiert mich jedes Mal. Captain Bull Turtle, you see, Vanguard, ich werde erwartet. Vanguard, hm? Es hieß, ihr wärt eine vielschichtige Gruppe. Euch muss ja die Sonne aus dem Hintern scheinen, wenn ihr so eine Aufgabe bekommt. Ah, dann sind das wohl die anderen aus der Truppe. Commander Hatoum, ich... Vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Genau wie die Dringlichkeit eurer Mission. Also fange ich mal an. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnos Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen. Und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Verstanden, Ma'am. Keine Verstärkung. So ist es. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Und ich glaube, dort wartet schon jemand auf dich, Captain. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Acelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Bereit, wenn du es bist. Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. So, dann wollen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier schon teilweise ein bisschen unterkühlt. Das ist natürlich ganz geil. Hey, du entsprichst unserer Beschreibung. Vanguard Captain, das Kabinett will dir etwas geben. Du sollst die besten Werkzeuge für deine Aufgabe haben. Entschuldige mich jetzt bitte. Okay, Microgun haben wir. Das nehmen wir auch nochmal alles mit. So. Brauchst du den ganzen Schrott wirklich? Ja. Zeig's ihnen auch von mir, okay? So. Dann müssen wir jetzt sowieso einmal zurückgehen. Na gut, wir hätten hier eine Waffenwerkbank, ne? Aber ich bin gerade halb am Erfrieren. Was ein bisschen unpraktisch ist. Heißt, ich modde meine Waffe einmal kurz auf dem Schiff und dann kann ich auch einmal Blink ins Bettchen hüpfen. Eine Stunde schlafen. Gibt noch mal ein bisschen mehr EP. Und wir können uns auch gleich entrümpeln. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Erstmal aufstehen. Im Vergleich, was jetzt Rüstung und Rüstung macht. Das wird mich jetzt schon die ganze Zeit interessiert. So, wir haben jetzt, wenn wir jetzt auf Status gehen, einmal...
365 von jedem und 60 von allem. So, und jetzt ziehen wir einmal nur die unfertige Rüstung einmal komplett an. Jetzt müssten wir eigentlich auf deutlich mehr Werte kommen. Kommen wir bei weitem nicht. Meine UC-Rüstung ist sogar schlechter. Okay, gut, jetzt kommt es nochmal auf die Mods drauf an. Bin ausgehungert, wir haben noch 10 OT drinne. Stimmt etwas nicht? Ja. Die Rüstung ist ein bisschen zu gut. Ah, hallo. Für keine Mods. Jetzt gucke ich nochmal, wie es jetzt mit den Mods aussieht. Wir können ja noch mit den Mods nochmal ein bisschen was handeln. Nee, nicht Industrie. Wir brauchen erstmal Rüstung. Und zwar könnten wir jetzt zum Beispiel die EM-Abschirmung nehmen, die Schussabschirmung. Ich würde aber sagen, EM brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen mal die Schussabschirmung. Dann machen wir... Zielerfassung nehmen, wir machen den Explosionssprengschuss, Schutz einmal rauf. Die schwere Abschirmung, die schweineteuer ist. Und Schwerkraft Verbundstoff. So. Skin können wir kein hinzufügen, ne? Ne. Denn beim nächsten einmal... Ja, ich würde sagen, machen wir hier energetische Abschirmung. Auch hier nochmal einen Explosivschutz. Hier hätten wir jetzt die schwere Abschirmung. Ich nehme hier statt die Taschen die Entdeckung. Skin bleibt normal. Jetzt haben wir extra Tragkapazität oder Sauerstoff. Hier nehme ich natürlich Tragkapazität. Wird mir nicht viel bringen, wie immer. Ich glaube, ich nehme wieder den Sanitäter, oder? Ich nehme die Notfallversorgung, weil wir es können. So, Dash Boost Pack wird ausgetauscht gegen Ausgewogenes. Und Skin können wir nicht. So, und jetzt alles zusammengerechnet, kommen wir bei weitem nicht auf diese Werte. Klar, wir haben jetzt hier einmal plus 20 Tragkapazität, robust, 50% Nahkampfschaden wird weniger, gepanzert, minus 10% erlittener physischer, energetischer und EM-Schaden. Wird halt eigentlich noch mit reingerechnet. Bestienjäger, mehr Schaden gegen... Minus Schaden für Elite-Gegner, Autoheilung, Wächter, ne, beim Stillstehen Schaden zu reduzieren und Bestienjäger, Analysator und Brand. Von den legendären Effekten her haben wir natürlich jetzt deutlich mehr, aber von den Schadenswerten her haben wir weniger. Also, ja, wir haben sie jetzt voll aufgemotzt. Ich komme bei weitem nicht auf diese 300 Punkte. Ist schon ein bisschen krank. Selbst Thermal, Luft, Korrosion, Strahlung ist alles deutlich niedriger. Ist schon ein bisschen heftig, die Rüstung, finde ich. Für einfach nur, ja, du fängst an und kannst sie dir abholen. Ich werde aber dennoch weiter mit dieser Rüstung jetzt hier spielen. Die andere Rüstung werde ich jetzt dementsprechend ablegen. Achso, halt, wir haben die Minigun noch nicht gemacht. Sarah, ich darf doch mal. Lass hören. Ja, was gibt's? So, einmal die Minigun machen. Die hat Abprallschuss, wunderbar, aufreißend und Kammerjäger. Das heißt, ja, stabilen Lauf machen wir mal zum verlängerten Lauf. Aufklärung darf bleiben, Schalldämpfer darf bleiben, Griff darf auch bleiben. Wir haben taktisches Magazin. Wir nehmen natürlich das panzerbrechende Magazin. Wenn schon, denn schon. Und leistungsstark ist sogar schon drinne. Sehr cool. Skin gibt es leider nicht.
aber ich fühle mich langsam wieder hübsch. Die andere hat mir zwar auch schon sehr gefallen, aber ich finde die Werte ein bisschen OP für nichts tun. Ja, also hier müssten wir eigentlich immer, um diese Rüstung zu bekommen. Hast du neue Bücher für mich? Immer quasi gucken, dass wir diese Quest dann halt auch durchziehen. Dementsprechend ist das halt so ein bisschen, ja, schwierig, ne? Zu sagen, ja, okay, ne? Also man merkt schon von der Schadensresistenz alleine her. Strahlung, Luft, Thermal, ist es alles deutlich höher. Ne? Und dementsprechend, ja, das Reflektieren, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Und Chameleon, naja gut, brauchte ich jetzt noch nicht. So, das kann ja jetzt auch nochmal mit rein. Jetzt können wir noch das wegpacken, was wir jetzt nicht benutzen. Das benutzen wir, das benutzen wir, das benutzen wir. Die MI natürlich noch. Und so. Gut. Können wir hier nochmal ein bisschen was wegwerfen. Bin ich aber trotzdem sehr schwer. Was macht mich denn jetzt hier noch so krass schwer? Das ist jetzt wirklich nur die 9 mm, die 7,7er. Warte mal. Nee, die 7,7er ist das nicht. Das kann nicht die 7,7er sein. Klar, die hat auch ein Eigengewicht jetzt, aber... ich fühle mich gerade schwerer, als ich eigentlich sein sollte. 155 Grundgewicht. 13, 0, 20, 7 und 5. Ich könnte noch mal ein paar Trauma-Packs ablegen, ja. So. Das hilft aber überhaupt nicht. Zieht mich denn hier vom Gewicht so runter noch? Ich habe noch jeweils zwei Hanteln. Okay, ich hatte noch zwei Hanteln. Im Inventar. Naja, gut. Also wie gesagt, für... finde ich ein bisschen zu heftig. So für nebenbei, ja. Aber ansonsten doch ein bisschen krank. Naja, gut. So. Jetzt können wir aber mal in Action treten hier. So. Geschlafen hatte ich schon. Halt, runter mit dir. Runter mit dir. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir Xenokriegsführung machen. Oder wobei, ich sehe gerade, na, werden wir nicht mehr ganz schaffen. Das heißt, ich gehe doch nochmal ins Cockpit wieder zurück. Wir sind ja eigentlich schon am Ende einer Folge. Wenn ich da jetzt noch ransetze, dann könnte das ein bisschen zu lang werden. Ich muss mir momentan Überlänge ein bisschen abgewöhnen. Dementsprechend, na, steck mal weg. Machen wir jetzt hier schon an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.